Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Kochen mit Gerümpelkiste. Moin. Moin, also das sieht wirklich so aus, als hätte ich das gekocht. Na, das wollte ich damit jetzt gar nicht sagen. Oh Gott, diese Kopfsuppe, ey, guck dich das mal an. Lecker, lecker. Lass mal wegschlürfen. Oh, warte, ich gucke beim I, es ist total ekelhaft, wenn ich gucke noch mal ein bisschen nach unten. Wenn ich so durch deinen Kopf durchgucke und dann auch so deine Augen sehe. Die, ah ja, ich sehe deine Augen auch, Alter. Ich sehe durch deine hübschen Augen, dein Inneres. Naja, Augen zu durch, ne? Okay, Mahlzeit. Lass mal wegschlürfen. Wow, die gibt ja gar nicht so viel, wie ich gedacht habe. Nee. Ah, na toll. Naja, egal. Was haben wir? Was sagt das Inventar? Alles easy. Ich habe noch ein paar Blätter, die kann ich auf dem Weg wegschmeißen, falls ich sie brauche. Ja dann, let's go. Meine Machete ist fast kaputt, aber egal. Warte, ich habe auch gar keinen Bogen. Ich habe 30 Pfeile, aber gar keinen Bogen. Das ist natürlich relativ doof. Warte, ich muss noch mal kurz einen Bogen bauen. Kostet ja nicht viel. Planke, Glibber und Bolzen. Oh, geht ja wieder super los hier. Oh Mist. Ich guck mal gerade, ob hier unten irgendwas im Wasser ist. Hier liegen Wohnwägen. 6 Planken brauchen wir. Wir haben keine Planken mehr, oder? Ich kann... Ah, das ist noch nicht fertig gewachsen. Oh, nee. Nö, wir haben keine Planken mehr. Dann musst du hier hier einmal abbauen. Ja, das sind ja noch nicht fertig gewachsen. Hier sind Planken. Hier sind Planken. Und da sind auch noch Planken. Ich hol dir welche. Aber wir sind so gut vorbereitet. Ich liebe es. Ist wieder top. Du bist ein bisschen leiser geworden bei mir. Ich muss, glaube ich, nochmal kurz... ich habe nur ein bisschen leiser geredet. Achso, das fällt dir ein. Lass uns nachher hier rumgehen, weil hier ist auch die Anlegestelle auf der anderen Seite. Okay, wir können da hinfahren noch, ne? Ja, dann lass da hinfahren, weil ich glaube, hier ist die Anlegestelle. Aber wäre schon schöner, aber wir müssten mit dem Motor fahren, weil wir haben hier dieses Flattervieh geht in die... Also der Wind weht in die andere Richtung. Ja gut, ich habe jetzt noch 3 Planken. Das würde genau reichen. Gib ihm. Oh, was der hier schon wieder abgerissen hat, ne? Ja. Danke. Gut, ich drehe es, mach du die Dinger an, dann fahren wir rüber. Ei, ei, Sir. Auf, Matrosen. Kann sein, dass du die Motoren in eine andere Richtung drehen musst. Das kann sehr gut. Aber probier mal, ob du. Ey, ich komm da nicht raus. Na, wir müssen noch den Anker erstmal. Ah, wir brauchen unbedingt dieses Teil. Wir können auch von unten lenken, ne? Ja, du musst die rückwärts stellen, kurz. Jetzt fahren wir hier nur noch. Cool. Was ist eigentlich, wenn man ganz viele hat? Und ein paar vorwärts und ein paar rückwärts. Wenn man dann mehr vorwärts als rückwärts hat, fährt man dann vorwärts? Keine Ahnung. Fragst mich hier Dinge. So, jetzt. Warte, Achtung, warte, warte. Achtung, rückwärts. Ja, jetzt hau rein. Und drehen, vorwärts? Ja. Gott, gibt's nicht auch so einen Universal-Umschalter? Doch, den gibt's, aber den haben wir noch nicht. Bereue ich gerade, dass wir die so weit voneinander entfernt gesetzt haben. So, jetzt vorwärts. Ja, ich bin vorwärts. Einmal Vollgas, bitte. So, und ich lenke dann gleich einmal nach rechts und dann müssten wir genau an die Anlegestelle kommen. Ja, ich glaube, du kannst jetzt schon anfangen zu lenken. Lenk. Ich bin gespannt, ich habe es ja noch nicht gesehen. Ja. Oh, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich da in so einem Karawan da gerne leben würde. Nee, das sind alles Wohnwägen. Ah. Ja, Caravan Town, ne? Jetzt macht's auch Sinn. Ja. Banda, was steht da? Banda Kafila. Heißt vielleicht so die Gemeinschaft. Könnte sein. Ach was. Ja, sieht ja gleich auch viel schöner aus hier. So, ich versuche hinten gegen die Reifen dann zu dotzen und du werfst dann den Anker. Ja. Ja, park bitte richtig schön ein hier. Ich versuch's. Gib mein Bestes. Lauf schon mal zum Anker. Ja. Banda Kavila. Aha, okay, Gesundheit. Gut. Ich bin es halt gewohnt, 90 Tonnen zu bewegen, aber ich denke, unser Raft hat nicht so viel.
Oh, oh, oh. Jetzt? Ja, hau rein, hau rein. Okay, Anker ist drin. Sehr schön. Wunderbar. Vorne aus. Jo, nur da vorne muss noch aus. Oder nix wie los hier. Und es geht los. Ach, guck mal. Was denn? Alter, ohne zu springen. Perfekt. Kann man jetzt rüber? Ja, du kannst einfach rüber, ohne zu springen. Okay, genau, an dieser Stelle. Du hast einen Orden verdient hier für dein Einparken. Es wird wieder Nacht, Digga. Ich halte es nicht aus, Alter. Hier sind auch nochmal 30 Pfeile. Ich lasse die nochmal hier, dann haben wir nochmal Notpfeile in der Metallkiste, ne? Da, wo Metall und Kupfer ist. Ja. Okay, dann lass uns nochmal schnell schlafen und dann mit einer Verzögerung von 5 Minuten, 6 Minuten, geht's dann auch mal los. Aber doch, ist doch schön hier. Wie wir das halt immer machen, in jeder Folge. Ja, bei Ark kannst du ja einstellen, dass der Nachtzyklus schneller, es ist immer noch Tag, kannst du einstellen, dass, jetzt geht's langsam. Ja. Jetzt, ja. Oh, endlich. Dass der Tageszyklus länger dauert als der Nachtzyklus. Genau. Das finde ich ganz gut. Oder kannst du nicht sogar einstellen, dass er gar nicht kommt? Ja, das könnte man auch, aber so ein bisschen Nacht ist ja auch spannend, aber ich habe es irgendwie so doppelt oder dreimal so schnell. Ja, cool, mega, ich freue mich. Sag mal jetzt eine Sache noch, ich habe jetzt meine Machete, die hat jetzt eigentlich nur noch so 10% Haltbarkeit. Ist das schlimm, müssten wir jetzt nochmal eine neue machen oder nee, ne? Nö, ich habe noch eine Axt und habe noch einen Metallspeer. Achso, einen Metallspeer habe ich auch nicht, vielleicht sollte ich mir wenigstens einen Metallspeer noch machen. Komm mal her, hier. Hm? Teil eines Ladegeräts aufnehmen. Scheiß auf den Metallspeer. Wo? Der Scheiß auf den Metallspeer. Ja, das mache ich. Nimm das auf. Einmal Teil des Ladegeräts. Erstmal hier alles absuchen. Port Office. Das hier ist das Port Office. Das ist ein toller Arbeitsplatz hier. Ja, komm, wir bleiben. Ich laufe einfach mit dir zusammen hier rum. Dann. Was haben wir hier? Okay, es sieht schon echt verballert aus hier. Hier wohnt aber auch keiner, oder? Aber das wäre irgendwie krass, wenn es noch so ein paar Leute NPCs geben würde. Ja, lass uns erstmal hier vorne auf der anderen Seite des Steges noch gucken. Boat Repairs. Aha. Ja, unser ist Heide. Wobei, könnte man auch mal reparieren lassen. Oh, hier ist was. Achso, Casa. Nee, das ist nur das Nummernschild. Ist ja witzig. Kommt man hier rein? Nee. Hinten dran? Nee. Ist auch nichts. Oh, ich würde ja, wenn ich es nicht besser wüsste und ich weiß es nicht besser. Oh, hier ist ein Herd! Was? Wo, ah, nee, guck mal, ich konnte hier was aufmachen, Gegenstand aufnehmen. Ja, wo bist du? Hier, mal, ich konnte, hier, guck mal hier. Ah, hier. Man kann die Schubladen öffnen. Ach, krass. Ach so, ja, klar. Und da war was drin. Also, wenn ich es nicht besser wüsste und ich weiß es nicht besser, also vermute ich mal, aber ich glaube, so ist es auch, wartet hier mit Sicherheit die ein oder andere Überraschung auf uns. Stichwort Mutterbär. Ich hab Metallerz aufgesammelt. Musst gucken, du kannst die immer aufmachen, die Dinger. Okay. Warte, ich muss dich mal ein bisschen lauter stellen. Du bist doch noch ein bisschen leise jetzt auf einmal. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja. So, sagen wir's. Ah ja. Ja, jetzt bist du hier richtig laut. Gebratene Rübe. Ich hab eine gebratene Rübe. Ich hab dir eins über die Rübe gebraten. Wo bist du denn? Hier. Genau, da. Ja. Hä? Spring mal, ich sehe dich nicht. Nee, warte, ich bin... Da drin. Okay. Hier bin ich, ja. Ja, ich komme mit rein. Okay. Da hinten ist noch eine Treppe. Hier ist ein Brunnen. Ich hänge fest. Es könnte sein, dass wir hier auch den Wasseraufbereiter bekommen. Das könnte wirklich sein. Oha, da, guck mal, da unten ist ja auch irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, vielleicht muss man das dann hier reparieren oder so, um dann da dran zu kommen. Oh, guck mal, hier ist auch so ein Schlauchsystem. Wahrscheinlich muss man das dann irgendwie anschließen. Hast du hier schon alles gelootet? Es kann gut sein, dass wir das vielleicht fluten müssen, weißt du? Dass das nach oben steigt. Oh ja, das ist eine gute Idee. Okay, dann gehen wir jetzt hier hoch. Geht einfach durch die Tür. Die Tür habe ich gar nicht gesehen. Ich mach die mal zu, es zieht. Ja, nee, das wäre blöd, das wollen wir nicht. Hier drin ist bestimmt auch noch was, aber hier kommen wir nicht rein. Oder hier über die Ecke? Boah. Aber nichts drin, oder was? Ja, Seil blanke. Ja, sehr gut. Dann können wir hier vielleicht nochmal einen Speer bauen. Ich laufe erstmal unten lang. Oh, hier ist nix. Oh, hier sind echt. Ich gehe mal eine hoch, eine hier Etage. Echt einige Sachen. Ah, hier liegt ein Hinweis. Sammel du den gleich auf, wenn du hochkommst. Wobei, nee, den. Kannst du ruhig machen, wir lesen ihn ja eh auch nicht. Ja, das ist ja eh egal. Hinweise interessieren uns nicht. Gebratene Kartoffel.
Ich loote nochmal hier unten weiter. Ja, ich habe Metallerz aufgesammelt. Ja, ich auch. Es gibt hier schon relativ viel Loot, ne? Ich bin nochmal bei dir. Ich mag das ehrlich gesagt ganz gern hier. Also irgendwie könnte ich aber auch ein Spiel vorstellen, wo man die ganze Zeit einfach nur so durch Wurmwegen läuft und sie dann looten muss. Lootet, ja. Wo bist du? Ich war hinter dir. Okay, manche Schubladen kann ich benutzen, manche nicht. Ich gehe jetzt mal die Treppe hier hoch. Jetzt müssten wir wieder auf der gleichen Ebene sein. Oha, das ist ja verrückt. Ich warte mal auf dich. Ich glaube, wir müssen jetzt zusammenlaufen. Ach, hier, guck mal, hier kann man... Hier ist der Trichter. Hier oben. Ach, guck mal. R für sanftes Ziehen. Dann zieh mal sanft. Warte mal. Irgendwie stehe ich hier gerade falsch. Ja, aber das geht nicht weiter. Nee. Aber vielleicht muss man es ja auch nur drehen, dass es in die richtige Richtung dann geht. Ja, und oben müssen wir dann Wasser einfügen. Das macht dann bestimmt Sinn. Das kann sein. Und dann flutet das unten das Ding. So, da muss man ein bisschen so zielen. So ungefähr. Ah, ist ja mega. Hier ist nichts mehr drin. Gott, ich habe hier total die Orientierung verloren. Okay, hier oben ist auch halten für sanftes Ziehen. Müssen nur gucken, dass wir hier keinen vergessen. Das sind wieder Bienen. Hast du den Kescher mitgenommen? Wir haben den Kescher. Wir brauchen Blanken. Wir brauchen 15 Blanken, aber das können wir noch herstellen. Aber wir haben noch einen Kescher. Hey, hast du einen Kescher hergestellt? Irgendwann habe ich, glaube ich, schon mal einen hergestellt, weil ich dachte, dass ich damit die Ziege fangen kann. Echt? Ja, dann müssen wir gucken. Dann müssen wir den kurz holen. Hier ist auch eine Treppe nach unten. Ach, guck mal, hier kommt man auch hoch, beziehungsweise runter. Dann hole ich mal kurz den Kescher, dass wir eine Biene fangen können. Ich durchsuche mal hier oben noch. Hier ist noch ein Pilzomelett. Sehr gut. Oh, ist ja schön, dass man auch was zu futtern findet. Sag mal, was passiert eigentlich mit unserem Raft und dem Hai jetzt, während wir jetzt quasi vom Raft weg sind? Ist dann der Hai, hat er dann Sensepause oder frisst er weiter? Boah, ich glaube, wenn wir weg sind, frisst er, glaube ich, nicht weiter. Das wäre ja ziemlich, ziemlich böse. Wir sind dann so 2-3 Stunden weg und das Hai kommt zurück und dann ist nur noch halt Metall da. Ich esse das mal. So. Also jetzt gerade ist er da, der Hai, aber ich bin ja auch da. Boah, wie cool unser Raft einfach von hier aus aussieht. Du musst nachher ein Thumbnail machen von hier oben. Das Screenshot. Ist eine gute Idee. Aber beende nicht wieder die Folge. Okay. Okay, so, mach ich. Ich versuche jetzt Folge mal wieder beendet. Zurückzukommen. Ja. Ah ja, okay, cool. Hier ist ein Wasserhahn. Komm hier hoch, dann können wir den, dann kannst du den betätigen. Dann können wir das andere fluten. Okay. Ah, und da hinten sind die Bienen. Sehr gut. Ich laufe einfach mal hoch. Ich weiß nicht genau, wo du bist, aber... Ja, ich bin direkt über dir. Genau. Hier? Wie bist du hier hochgekommen? Da hier, hinter dir. Hinter dir, da ist eine Leiter. Und dann habe ich hier das Ding mal richtig gedreht. So würde ich sagen. Ja. So. Und dann müssen wir hier den Wasserhahn aufdrehen. Ah. Dreh mal den Wasserhahn. Ich benutze den Wasserhahn. Ja. Ach was, cool, du hast schon getroffen. Das scheint zu funktionieren. Es kam aber nur ein, so ein Rutscher. Mach nochmal, betätige du nochmal. Ich mal gucken, ob hier auch was hinläuft. Ja, geht. Genau. Ja, der trifft auch. Ich gehe mal nach unten und gucke mal, ob es unten auch reinkommt. Ja, ich pumpe mal weiter. Hier unten kommt nichts an. Kommt nichts an? Ja, was sind das? Ach so, hier haben wir noch. Hier hat sich noch eins versteckt. Momento. Ah, okay, warte, ich pumpe weiter. Da siehst du ungefähr, wo es hinschießt. Ja, ich muss erstmal wieder ein Stück hoch. Wir haben einen übersehen. Das ist aber auch fies hier gemacht. Ja gut, jetzt durchs Wasser siehst du es halt. Und, geht's? Ja, noch ein Pump nochmal, jetzt müsste es passen. Pumpe. Ja, es läuft rein, Wird es geflutet? Ja, es steigt. Nochmal weiter, pump. Ja, ich pumpe. Ist das witzig. Ist ja echt cool. Okay, jetzt bin ich gespannt, was da hochkommt. Ja. Bestimmt so ein Teil, ein weiteres Teil für die Ladestation. Es ist, soll ich es aufheben? Ja. Es ist ein Teil einer Seilrutsche.
Oha. Das heißt, ich hab schon gedacht, hä, es gibt ja hier so gespannte Seile. Ich habe das vorhin schon vom Raft aus gesehen. Vielleicht kann man dann über diese Seile von A nach B rutschen. Ach, krass. Ja, wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt hier bei dir? Nee. So, ich habe dann aufgehört zu pumpen. Ja, ich komme wieder zu dir. Ja, vielen Dank für Ihre Pumpdienste. Kein Problem, immer wieder gerne. Ich pumpe auch für Sie. Einfach bei mir melden. Über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns freuen. Ja. Digga, wer schläft in sowas? Ich weiß auch nicht. Bist du so ein Wohnwagen-Urlaubstyp? Hier, das hier, zum Beispiel, diese Seile. Null. Kann man wahrscheinlich von A nach B. Nee, du bist eher so der Dubai-Urlaubstyp, ne? Das habe ich jetzt erfahren. Ja, ich mache eher so Luxusurlaub. 5 Sterne. Auf Kosten der Freunde. Inklusive, ja, genau. Aber ob wir da so einfach rüberkommen mit dem Seil? Ich weiß es nicht, aber wir können hier auf der anderen Seite erstmal weiter. Okay, hier geht's ja nicht weiter. Hier bei den Bienen kommen wir weiter. Ja, fang die mal. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. So. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Wie ein Flitzebogen. Ja! Errungenschaft freigeschaltet. Beginner Bee. Aha, und wo haben wir das? 4 Bienen. 4-mal Bienen im Glas habe ich jetzt. Bienenglas, summ, summ. Ist ja witzig. Ja, und dann brauchen wir doch aber auch einen Bienenstock oder so, wo wir die reinpacken. Ja, dann, das, ne? Das Bienenhaus, das bekommen wir, wenn wir die Bienen erforschen, glaube ich. Ah, okay, ja gut. Das ist ja irgendwie auch sinnvoll. Gegarte Kartoffel. Sehr gut. Es wird schon wieder dunkel. Gibt es hier auch Betten, an denen man kurz schlafen kann? Ich habe gerade Überreste gegessen. Ja, habe ich auch schon gemacht, aber das ist nicht schlimm. Es bringt einem ein bisschen Essen. Aber es sieht halt echt nicht geil aus. Nee, aber ich muss sagen, es sieht besser aus als diese Fischkopfsuppe. Das stimmt. Ich loote hier gerade noch hier so ein paar Karawans. Ja, ich auch. Können wir vorstellen, dass wir auch die Ressourcen brauchen, um dann irgendwas zu bauen oder so. Oha. Oha, komm mal hierher zu mir. Da kannst du noch ein besseres Thumbnail machen. Wo bist da du? Da bekommst du nämlich die Insel drauf. Ich habe keine Ahnung. Bei den Bienen. Da, wo die Bienen waren. Hier. Komm mal hierher. Wo ist denn hier? Da bekommst du das Raft drauf. Ich sehe dich nicht. Ich bin hier neben dir, hinter dir. Ach, spring da hoch. Da unten bist du. Ja, komm mal runter. Oha, ja. Guck mal hier. Crazy. Da bräuchte man eigentlich so einen Panorama-Effekt, ne? Um so zwei Fotos zu machen. Das könnte man ja vielleicht sogar tun, ne? Warte, ich versuche das mal. Ich mache mich mal kurz weg. Machen wir mal ein Foto. Oh, hat ja super geklappt. Ja. Sehr gut. Also ich finde es cool. Ein Foto hier. Gucken wir mal, ob wir ein Panorama daraus machen können. Panorama? Jetzt wäre die Frage, laufen wir jetzt weiter oder gehen wir schnell zurück, schlafen und machen dann weiter? Ah, lass weitermachen. Gut, also bei Nacht. Wir haben hier noch so viel zu looten. Ah, du hast hier auf der anderen Seite gelootet? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich schon alles gelootet habe. Da würde ich... Nee, da ist nichts mehr. Ah, nee, da gehst du ja noch hoch. Da hast du aber auch alles gelootet. Kleiner Loot-Geier. Nein, da war noch was. Da ist noch was. Man muss noch weiter hoch und dann kommt man da dran. Ach echt? Ja. Ah ja. Aber wir sollten vielleicht doch schlafen, weil ich sehe schon gar nichts mehr hier. Oh. Mist. Okay, ja, warte, ich hol noch das. Wie soll man da drankommen? Ja, vor allem irgendwie auch gerade. Oh, hier ist. Nein! Oh Gott, ich dachte, ich sterbe. Runter geht immer schneller als hoch, ne? Ja, eigentlich irgendwie nicht, aber irgendwie auch schon. Also wenn du komplett volle Energie hast, hast du, glaube ich, keinen Fallschaden. Und wenn du aber fast tot bist, dann stirbst du auch vom Fallen. Ah. Ganz komische Sache. Naja, ich laufe schon mal ins Bett und dann sehen wir uns nächste Folge wieder, wenn wir dann wieder hier hoch hinaussteigen. Und dann, ja, wir brauchen noch ein paar Teile der Seilrutsche und wir brauchen ein paar Teile des Batterieaufladergeräts und dann geht's ab. Dann geht's erstmal ins Bett. Gute Nacht. Nacht. Ciao, ciao.